6 km/h am Schaden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Darky, der Lenny, immer noch der Jörgi im TS Mahlzeit Jörgi, der Werner, der Paul und der Michael. Hallo. Grüße. Servus. Grüß euch. So, Darky, ich habe fertig. Das ist sehr gut. Michael, ich nehme jetzt die Wiese hier unten schon mal in Angriff. Ich bin hier oben die Oberhalb vom Hof am Mahn. Rechts davon die Wiese auch noch machen, neben der 91. Wo? Bevor du da weg. Wo? Das da unten, hinterm Zaun. Oh nö. Ehrlich jetzt? Wo? Ja, natürlich. Ich hab mich so gefreut. Der war jetzt nicht schlecht. Mal. Dachtest du jetzt schon eure ganzen Wiesen gemäht? Nee, wir haben ja letztes Mal schon einiges gemäht, ne? Aber ja, aber das also ist ja wieder erntereif. Werner, ich hätte in eurer Nähe auch noch eine Wiese zu mähen. Ja, ruf mich an. Ich würde gerne einen weisen 0900. Nee, die kostet was. Das macht richtig Meter. Uwe, das, was wir letztes Mal gemacht haben, mähen wir jetzt nicht, sondern das mähen wir im Sommer und machen daraus Heu. Genau, weil er mehr runterkommt. Ja. Genau. Weil die... Das noch nicht hoch genug gewachsen ist. Ja, nee, ist okay. Der erste in der ersten Stufe. Erster Schnitt ist immer Silageballen, zweiter Schnitt ist Heu und dann gucken wir, was noch kommt. Ja. Naja, zweiter Schnitt ist nicht unbedingt Heu. Das ist immer unterschiedlich. Normalerweise ist Heu der erste Schnitt, weil das ist das älteste und längste Gras. Nicht bei uns. Ja. Dann ist es kein Heu. Richtig? Der zweite Schnitt. Ja, wir machen, wir machen unseren ersten Schnitt ja relativ früh. Ja, Dezember. Damit wir einen 3-Schnitt hinbekommen. Kurz vor Weihnachten rammeln wir nochmal drüber. Im Frühling heulen ist auch gut, ja. Ja, und das klappt ja nicht so gut, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, ist okay. Ihr hebt das noch ein bisschen auf. Können wir mitleben. Aber okay. Kein Problem, also wir verkaufen euch zur Not bestimmt auch später Heu. Wow. Geraucht. Das ist super. Danke für das Angebot. Ja. Ja. Wir fühlen uns geehrt. Wir schlagen mal nichts aus, Daki. Ansonsten, wir hätten auch noch ein bisschen Kleesilage. Ausschlagen würde ich das nicht wollen. Kleesilage? Wo hast denn die her? Grassilage, meine ich. Achso. Ja, die brauchen wir aber. Wer seid ihr? Wer sind Sie? Warum liegt hier Stroh? Das wäre auch meine Frage gewesen. Heu. Oder Gras, je nachdem. Warum liegt hier Gras? Ja, genau. So. Also bei mir wurde geschrieben, eine Stunde würde noch gehen. Ja, ja. Ich, also ich wäre ja dafür, aber ich muss auch nicht arbeiten morgen. Danke. Oh, hier steht ein Bänkchen. Ja, Mensch, Uwe, dann machen wir noch die Nachtschicht. Ja, wie lange ist denn die Nachtschicht? Abgelehnt. Die wird durch die Frühschicht abgelehnt, kannst du ausrechnen. Oder wie sagt man? Löst. Abgelöst. Boah, ja. Hast du gerade gehapert? Bin jetzt morgen Abend wieder da, also da kann ich euch dann ablösen. Ja, das wird nichts. Werner hat den Zaun gefunden? Ach, hör auf. Fake News. Ausrufezeichen Unfall. Fake News. Ist das auch wieder so ein Zaun für Koalas und Kängurus, oder? Nee, Wasserbüffel. Wasserbüffel. Die sind sehr verbreitet hier. Ja. Die schlafen auch mit dem Maulwurf in einem Loch. Ah ja. Ist okay. Wenn du das sagst. Natürlich. Ich habe keine Gegenbeweise, so, weißt du? Ja. Aber ich glaube, das wirst du sehen, wenn die mit dem Maulwurfhügel wohnen. Glaubst du? Ja, also wenn du das Loch ein bisschen größer, wo dein Traktor reinpasst, dann. So eine Erdgarage. Zack, Traktor weg. Dann war ein Wasserbüffel drin. Ey, aber der Lindner, ne, der macht sich sehr, sehr gut hier im Gelände. Häng doch mal die Ballenfresser an. Ganz wunderpunkt. Kurz Rauschen gehört, was war das? Tanken, Jungs, jetzt bleibt doch mal geschmeidig, von da komme ich noch, bin nach Kanada. Was, du musst schon wieder tanken? Nein. Doch, der ist fast leer. Ach.
Aber habt ihr eigentlich auch die große Tankausführung gekauft oder 5 Liter Reservekanister? Der ist schon ein bisschen ungünstig fürs Gelände, ne? Sag mal, Uwe, wer musste in der zweiten Aufnahmesession nochmal tanken? Ja, weil er keinen Moment, ich habe einen Videobeweis, dass ja, der Schlepper war ja nicht leer, der ist ja abgehauen und war dann leer. Ja. Ich bin total falsch gefahren. Ich habe Videobeweis. Gehört die Straße halt. Davon muss man auch öfter tanken, wenn man viel falsch fährt. Blöd. Ich behaupte, dass dein Videobeweis etwas anderes sagt, als du gerade gesagt hast. Oder? Ja, das kannst du gerne behaupten. Ich bin mir ziemlich sicher, nee. Nö. Na gut. Das Gefühl, ihr seid ein bisschen motzig. Nein. Motzig würde ich das nicht beschreiben. Daki will nur nicht zugeben, dass er mit dem Lindner nicht kein optimales Gerät am Hof hat. Ich habe den Lindner nicht wieder drauf. Den kann man auch platzsparend auf der vorderen Seite abstellen. Ja gut, da hat er wirklich einen Pluspunkt. Wenn du das nochmal schaffen willst, schaffst du es nie wieder, ne? Ja, er hat da einen Clip draus gemacht. Ich hoffe nicht. Brauchen wir nicht, haben wir alle auf Band aufgenommen. Nee, das war noch außerhalb der Folge. Ja, nee, das war doch schon drin, oder nicht? Nee, stimmt, das war noch außerhalb. Aber du kannst ja den Twitch-Dingsbums dann doch hochladen. Ja, da hat aber noch keiner aufgenommen. Aber der Livestream. Ja. Und den hast du ja nicht komplett durch aufgenommen. Der wird ja aufgezeichnet. Gut. Dann, also, ja. Zumindest in Österreich. Nee, ja, bei mir nicht. Okay. Pauli, lass die Palette jetzt einfach hier stehen, ja? Können wir die verkaufen wieder? Weiß ich nicht. Theoretisch schon, oder? Die backt die ganze Zeit rum. Die glitscht immer wieder von der Gabel, liegt dann irgendwie 10 Meter hinter mir. Steht der Walter drauf? Ja. Waldrasat, gut, steht da drauf. Kann sie gar nicht verkaufen, aber ja. Vielleicht findet sie hier einer. Ich bin der Meinung, ich schaffe die Wiese noch mit dem Tank. Wie viele Liter ist noch drin? Ich bin der Meinung, ich komme nie wieder nach Hause. Das ist ein Wunsch oder eine Idee? Also ein Wunsch wäre es, hier irgendwann wieder an dem Hof anzukommen, aber... Du musst jetzt ein Stück Richtung Süden fahren, dann musst du schwarz zum Unterberger rüberfahren und dann eigentlich alles geradeaus. Unterberger. Er kann mich mal. Genau. Ja, das ist ein echt fieser Typ. Ach, hier echt? Ist das, ne? Ja, genau, links. Da bei diesen Beton-Elementen vorbei. Mein Gott. Sag mal, wann darf man eigentlich Butterflies kaufen? Wenn du den Gäste dafür hast. Boah. Ich krieg hier Drehwürmer, einen nach dem anderen, ne? War doch mal andersrum. Dann fahr ich durch krass. Rückwärts. Unter 240, 300 PS brauchst du mit Butterfly. Ja, easy für Uwe. Hör mal, gar kein Problem. Ich schließ einfach beide zusammen. Mann. Ich glaube tatsächlich, eine Stufe gibt's für meinen Johnny noch, aber dann ist der auch nur bei 170 oder sowas. Also nicht viel. Viel mehr. Ich glaube, wir werden einfach dann auf den höchsten Punkt fahren mit dem letzten Tropfen Diesel und dann runterrollen lassen. Ich glaube einfach, ihr ruft bei den Nachbarn an, die sich ein Fass gekauft haben und schnurrt. Wir haben auch ein Fass. Ja. Aber bei uns ist schon Diesel drin. Ah, das ist ein Vorteil. Habe ich aber jetzt nicht gesagt. Fahrt dann gerne mal runter, holt ein bisschen Diesel hoch. Haben wir nicht einen Notdienst, wenn hier immer irgendwas abstürzt? Nö. Ja. Beim Händler zurücksetzen. Der Bergungspanzer. Nein. Den könnten wir im Winter eventuell brauchen. Nee, dann nehmen wir den Pistenbully. Winter mache ich hier gar nichts mehr. Ja, das muss echt aufpassen, ja. Im Winter sollten wir auf jeden Fall sehr zügig schieben, sobald es mal geschneit hat. Ja. Und wir werden im Winter Holz machen, ne, Dagi? Jo. Und dann im Frühjahr abtransportieren. Da freue ich mich schon. Genau, wir lassen uns den ganzen Winter lang liegen, damit ihr euch dann freuen könnt. Ja.
Können wir das nicht so machen, wie dass wir es einfach den Berg runterrollen und dann irgendwann im Frühling im abholen im Dorf? Solche Holzrutschen machen. Ja, genau. Früher. Klar, wir bauen da so eine Seilbahn runter. Natürlich. Gibt's schon. Kannst du da einen Lift hängen? Sieht auch interessant aus hier. Mein Front, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber er hält die Geschwindigkeit. Hä? Sag mal, Dagi, wann kommst du hierher? Womit? Mit dem Schwader zum Beispiel. Hast du einen gekauft? Nö. Paul hat einen Schwader. Ja, ich komm gleich vorbei. Paul, weißt du eigentlich, dass ich seit 2 Folgen mit dieser Palette durch die Gegend fahre? Effektivität wird groß geschrieben. Ja, die Paletten ist ein bisschen nervig. Wir kaufen uns mal irgendwie einen Wagen zum Paletten draufstellen. Macht, glaub ich, Sinn. Und mit was für einer Palette fährst du denn durch die Gegend? Er braucht Saatgut. Der Herr braucht das Saatgut und ich sollte beim Händler mit dem Front. Alter, jetzt ist er weggeflogen. Tschüss. Alter, die ist nach Hause. Ja, wirklich, oder? Was? Guck mal auf der Map. Die ist fast nach Hause geflogen. Ich sehe sie aber nicht auf der Map. Beim Zwergerhof. Zwischen Zwerger und Lenny steht so ein gelber Punkt. Ach, da! Ja. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Ja, hinterm Wald. Wiese. Hinterm Wald noch? Unter aber dem Wald, ja. Nicht schlecht. Vorsichtig bitte, das ist meine Wiese, ne? Hier nichts kaputt fahren. Geht nicht deine Wiese. Raus. Egal. Dann wächst das sowieso nichts mehr auf den Acker. Ja, eben. Das ist eh schon alles kaputt gefahren. Was soll das denn heißen? Hä, wo ist er denn? Dorf war gerade. Du bist viel zu weit gefahren. Du hast gesagt, hinterm Wald. Ja, das Wäldchen, das rechts an der Straße war. Sollen wir mal tanken gehen, oder was sagt ihr, Leolo? Sollen wir mal vielleicht tanken gehen? Drum nicht geradeaus fahren. Also der Straße hinterher. Echt? Aber ich hätte noch mal eine Frage, so ein bisschen off-topic. Ich habe mich neulich gefragt, ob schon mal jemand versucht hat, Dextro Energy in einem Espresso oder in einem doppelten Espresso aufzulösen und wie es dann danach geht. Ob man dann so in den Tief seines Lebens fällt. Ich habe eine Frage dazu. Wie kommst du auf so eine Idee? Richtig, genau, wie kommt man auf sowas? Ja, weil ich wollte gerade sagen, wofür brauchen wir sowas? Ich einfach ein Espresso auf dem Schreibtisch hatte und noch so eine Packung Dextro Energy hier stehen habe und dachte, würde das gehen? Da ist die Palette. Ich habe es nie getestet. Ich gehe jetzt mal tanken. Mir wird gesagt, ich muss tanken. Ja. Bis nächste Woche. Wo haben wir denn eine Tankstelle? Ganz hier unten. Im Dorf, im Händler. Nee, oder? Doch, 2 Meter vom Händler. Schaff ich. Was? Kriegst du eine Antwort? Wir lassen rollen, wenn wir runterfahren. Warte ein bisschen. Kein Problem. Ich kenne da so ein steiles Stück, da geht's gut voran. Oh Gott. Werner fliegt aus der Kurve. Hey, unser Klee wächst schon. Ja. Bei uns? Klee ist mehr Unkraut als... Alter, diese Palette, ne? Hey, warum rollt denn nicht, wenn ich den Motor ausmache? Guck mal, das ist wie so eine Rutsche, diese Palette. Du musst dann Leerlauf reinmachen. Wie mache ich das? Entfernt hast du, glaube ich. Kann ich mal testen? Willst du das jetzt echt versuchen, runterzurollen? Das kommt, glaube ich, nicht gut, aber... Das geht nicht. Es wird bei mir gerade gefragt, hast du schon mal Red Bull in die Kaffeemaschine getan und damit Kaffee gekocht? Nee. Boah. Ich noch nicht. Muss. Trink doch einfach einen dreifachen Espresso, das ist alles gut. Oh, das muss ja zum Himmel stinken, wenn es Red Bull warm wird. Oh. Also ich hätte Angst vor meinem Vollautomaten. Ich glaube, das machst du auch nicht im Vollautomaten. Würde ich nicht machen. Ich glaube auch nicht. Aber ich habe keine Filtermaschine mehr, die habe ich hier entsorgt. Also ich habe einen Kumpel, der hat mal in so einem Sternetempel gearbeitet als Koch. Und da gehen die Kochschichten unter anderem auch mal ein paar Stündchen länger. Und dann haben die sich wirklich mit Red Bull und Kaffee so in so einem Topf alles reduziert, sodass das so ein Gelee wurde. Und haben das dann quasi wie so Gummibärchen gegessen. Boah. Ja. Das muss auch reinhauen, hey. Ja. Das kann man so machen.
liegt am Vario-Getriebe, wird hier geschrieben. Da muss du, du hast gar kein Vario-Getriebe drin. Ich glaube, du hast nur das normale IVT drin. Nee, wir haben mal geändert, tatsächlich. Achso, okay. Ja, aber das Vario, aber es ist nicht drin. Das Vario würde angezeigt werden bei dir. Genau, das würdest du rechts sehen mit über deiner 43 mit High und Low. Alles gut, ich komme an, Jungs. Ein Kumpel hat mal Kaffee mit Waldmeisterlikör gekocht. Frag nicht. Ach du Scheiße. Na gut. Ich frag nicht weiter. Ach, was für Ideen die Leute kommen. Interessant. Boah, das ist ja... Alter, es ist aber auch ein steiles Stück hier. Aber... Also... Also die Palette, ja? Die Palette ist jetzt zu Hause angekommen, Paul. Ja? Die nächste hole ich nicht mehr. Ja, Werner? Ja? Wir werden fertig. Willst du noch ein bisschen, oder? Warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Gib mir noch ein paar Minuten, warte. Ja, ich wollte dich nur gefragt haben, ob du das wirklich noch mit drauf haben willst. Ich muss noch zur Tanke kommen. Das ist jetzt eine Herzensangelegenheit. Ja, ist gar kein Problem. Ich hab alle Zeit der Welt mitgebracht. Du müsst aber auch immer die steilsten Wiesen nehmen hier, ne? Es tut mir leid, ich glaube, es unfassbar. Gibt hier keine flachen Wiesen. Oder ganz wenige nur. Zumindest besitzen wir keine. Ich fahre selbst mit ausgeschaltetem Schwader hier mit 8 km/h hoch. Ja, ich habe 4 hochgeschafft. Mit eingeschalteten Mähwerk allerdings. Wo habt ihr 4 geschafft? 4 km/h am steilen Stück, wo wir vorhin gemäht haben. Da, wo hier ich ganz eben hinten, wo ich gerade bin. Da, wo ich eben mit 14 hoch und runter geballert bin, oder? Ja, weiß nein, ich glaube nicht, dass du das so fährst. Glaube ich ehrlich gesagt weniger. Wo? Da, wo ich jetzt gerade hochgefahren bin. Ihr hättet mal gefragt, wo unser Geld hinten ist, ne? Was auch wir an Treibstoffkosten haben. Bewegt er sich gar nicht mehr. Doch. Nee. Der hat vor 8 Folgen aufgehört. Der tut nur noch so. Bleib jetzt hier stehen. Da bin ich eben mit 14 hoch. Aber ich habe gesehen, du hast die Tankstelle geschafft. Natürlich, ne? War doch klar. Sehr gut. Ich würde sagen, mit dieser Bombensensation sind wir fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.